Hallo und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Ja, ich habe Magen-Darm und das müssen wir jetzt bis Ende, ich weiß nicht wie lange, aber das müssen wir jetzt ein paar Videos ertragen. Ihr müsst es ertragen, ich muss es ertragen. Augen zu und durch. Und im Zweifel die Kotze runtergeschluckt. In meinem Fall jetzt. Für euch hoffentlich nicht. Also, aber ich habe dieses Problem gerade. Ja, also. Lasst uns reden. Lasst uns mal über Dinge reden, die gerade aktuell sind. Oder besser gesagt, die alt sind. Also ich habe euch mal erzählt, glaube ich zumindest. Boah, es ist echt schwer, immer zu unterscheiden, was man schon erzählt hat und was nicht, ne? Das, ey, wirklich, da kriegst du einen Koller dabei. Ja, also ich vermute, ich habe euch erzählt, weil es etwas ist, was ich vor kurzem bei mir im Thema war, dass ich als Kind immer gern reich und schön gesehen habe. Tolle Serie mit Rich und Taylor und jetzt und Brooke so und Eric Forrester und Stephanie und wie hieß jetzt noch mal der Bruder vom Rich? Der hatte einen Bruder, ich weiß es noch. Und Bruder von Rich. Und dann war es bei mir so, dass ich mir gedacht habe, so alte Sendungen gibt es ja oft auf DVD. Die haben ja damals gefühlt alles auf DVD gebrannt. Und dann wollte ich eben gucken. Und dann gab es tatsächlich die ersten 200 irgendwas Folgen, aber dann nie nichts mehr. Und Taylor kommt ja erst in der tausendsten Folge vor. Also wäre es dann nicht mal das gewesen, was ich gesehen habe, als ich jünger war. Ah, ich war mal jünger. Und ich war auch mal gesünder. Schick, ne? Ja, und dann habe ich mir so gedacht, eigentlich ist es total mischt. Law and Order auch zum Beispiel. Da gibt es jetzt auch schon 20 Staffeln von Law and Order SVU und 15 von Law and Order, aber nicht eine einzige auf DVD. Und ich gehöre ja zu den Menschen, ich möchte mir ja eine Mediathek aufbauen. Und da kann so eine Riesensammlung an DVDs nicht schaden. Und da sind Serien, wo viele Staffeln sind, natürlich sehr füllend. Viele Staffeln. Aber das Ding ist, mein Englisch ist grottig. Also wirklich grottig. Deswegen ist mir zu kaufen auf Englisch, wäre bei mir ein total, das wäre einfach nur rausgeschmissenes Geld. Und ich finde es so mischt, dass es dann so DVDs wie zum Beispiel Bianca oder Wege zum Glück oder alles, was zählt oder weiß der Geier, wie viele Telenovelas es heutzutage auf DVDs gibt, wo gefühlt keiner zweimal guckt, weil die meisten nur während dem Bügeln angucken. Und Serien, die wirklich für mich in dem Falle jetzt interessant wären oder wo mehrere Leute gucken, auch aktiv gucken, die werden nicht auf DVD gebrannt. Aber an sich glaube ich, die DVD ist ein Medium, das vielleicht noch 10 Jahre hält. Ich lehne mich jetzt aus dem Fenster und sage, in 10 Jahren, also 2030, werden die Kinder schon sagen, was ist eine DVD? Weil es ist ja jetzt schon immer mehr so, dass DVD überholt wurde von Blu-ray. Blu-ray ist inzwischen vom Streaming überholt worden. Und ich denke, irgendwann ist es immer an einem Punkt, wo man sozusagen keine DVDs mehr hat, sondern jeder bloß noch digitale Mediatheken. Nee, nicht mal nur Streaming, Mama. Ich glaube nicht mal, dass es nur Streaming sein wird, sondern ich glaube, das wird dann auf so Mediatheken im digitalen Bereich hinauslaufen. Weil zum Beispiel also bei Amazon könnte ich mir jetzt die Law and Order Staffeln kaufen. Weil da gibt es die sozusagen als digitale Download-Geschichten. Aber ich finde ja, aber damit kriegst du halt kein Regal gefüllt. Das ist also, deswegen ist es für mich nichts. Du kannst nicht ein Regal füllen mit einem. Ich kann dann einen Zettel rein, so 100 Zettel reinschieben. Code. Nee, so Zettel, nur so mit, ich habe Folge 50. Aber das wäre, aber dann ist nur eigentlich ein riesengroßes Zettelding. Also, es ist nicht das, was ich mir wünschen würde dann. Ja, und ich will ja keine Bücher, ich will ja keine Bibliothek, weil lesen tue ich eh nicht. Ist so ein Satz, den sollte man eigentlich nie sagen. Weil da ist man so ein schlechtes Vorbild mit. Weil, aber ey, who the fucking cares? Ich lese nicht, es ist einfach so.
Es ist Fakt. Ich war noch nie jemand, der krank war und sich ins Bett gelegt hat und ein Buch gelesen hat. Ich war krank, habe mich ins Bett gelegt, habe meiner Mutter geschrien, sie soll mich ins Wohnzimmer bringen und habe mir eine DVD reingelegt. Der Bratensoßenurlaub. Ich habe damals sowas von Emergency Room gesuchtet auf DVD. Aber seht ihr, das ist es, dieses Erlebnis. Man geht in den Laden, guckt sich was an, sieht eine DVD, die man davor noch nie gesehen hat, und dann nimmt man es raus, kauft es. Es ist ja also so im Idealfall geht man raus und kauft es vorher. Es gibt auch Leute, die es nicht kaufen. Ich möchte es kurz anmerken. Ich war immer die, die es gekauft hat. Ich glaube, ich habe, ey, wenn ich mal überlege, wenn ich meine ganzen DVDs, die ich habe, so zusammenrechne, mal rein überschlagen, ne, dann habe ich wahrscheinlich nicht nur ein Auto zusammen. Ja. Aber du kriegst mehr. Wie viel kostet denn so ein Auto? 30.000, 20.000. Ja, aber jetzt überleg mal, rechne mal. Ich habe mir meistens Serien gekauft. Das sind ja Boxen, a 30 Euro. Ich Trotzdem. habe alleine drei, ich habe alleine 10 CSI-Staffeln. Wie lockt man Einbrecher an? Na, gar nicht, weil die nichts wert sind. Im Verkauf ist das alles, im Grunde ist es nur noch Müll. Es hat einen emotionalen Wert, aber sonst auch nichts. Also im Ausgeben, ich habe es ja nicht in einem Rutsch ausgegeben, sondern ich habe es ja über Jahrzehnte. Aber schon krass, wenn man sich das mal überlegt, dass man in so ein Hobby ganz schön viel reinstecken kann. Aber du, andere in meinem Alter kaufen sich ein Auto oder fahren in Urlaub und das alles kann ich ja nicht machen. Also Genau. irgendwie, jeder hat so seine Sachen. Ja. Und ich werde auf keinen Fall anfangen, mir eine digitale Mediathek aufzubauen. Das sage ich euch jetzt schon, weil das ist nicht erfüllend. Nicht haptisch. Nee, da fehlt die Haptik, da hat meine Mutter recht. Da fehlt die Haptik, das Greifen. Und wie sagt meine Mutter immer, greifen heißt begreifen. Und ich finde das für mich. Und ich bin jemand, ich liebe nichts mehr als eine DVD reinzulegen. Ich habe sogar so eine DVD, die da, also dass die überhaupt noch läuft, ist ein Wunder, weil die schon so oft im DVD-Player drin war und man sie praktisch eigentlich gefühlt auseinanderfliegen müsste, weil da meine Lieblingsfolge von CSI drauf ist. Und die gucke ich so gerne. Und dann weiß man wenigstens, welche Folge. Und ja, dann muss man nicht anhand vom Titel erraten, ob das jetzt die Folge ist, die man will, sondern da kann man einfach blind zum Beispiel die DVD einlegen, weiß, dass man fünfmal nach unten, dreimal nach oben, zweimal nach links, zweimal nach rechts und schon hat man die Folge, die man haben will und guckt sie sich in Ruhe an. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so ein glühendes Plädoyer für trotz Magen-Darm für DVDs halten kann. Wenn du wüsstest, ich habe schon mal vorher eine Variante aufgenommen. Das ist da, also wirklich, das ist ein Zombie-Film ist nichts gegen. Das war echt nicht schön. Na gut, ich beende das Video hier an diesem Punkt, weil mehr kann ich euch jetzt nicht erzählen. Ich kann nur sagen, ich für meinen Teil, ich hoffe, dass die DVD noch eine ganze Weile überlebt. Und ich kann, wieso eigentlich? Ich habe die ganze Zeit diesen Stift in der Hand hier. Und ja, ich sammle ja weiterhin DVDs. Und irgendwann in ganz weit entfernter Zukunft, die gar nicht mehr so weit entfernt ist, weil wir ja, leider Gottes, es jetzt ein bisschen sich verschnellert hat, werde ich mir Regale kaufen. Viele Regale. Und dann werde ich meine ganzen DVDs darin stapeln. Und dann werde ich wahrscheinlich schockiert sein, wie wenig es eigentlich in Wirklichkeit sind. Ich habe das Gefühl, es sind gar nicht so viele, wenn man es mal in Regale stapeln würde. Ich dann. Ja, das ist das Ding. Darauf bin ich gespannt, ob es echt so viele sind, wie ich denke. Also nach meiner jetzigen Schätzung brauche ich 5 Regale. Weil allein CSI fast und so und die ganzen Krimiserien wahrscheinlich schon fast ein ganzes Regal vollstopfen. Und Criminal Minds. Ja, doch, könnte hinkommen. Und Supernatural auch wieder. Aber ich weiß gar nicht, ich gehe irgendwie von so einer. Also, wenn ich so ein Regal hätte, das ungefähr so groß ist wie unsere Tür, dann glaube ich, dass ich bloß 4 brauche. Ja, entschuldigt. Das sind Gespräche zwischen uns.
Ja gut, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.readtomatoutlook.com. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss.